So, herzlich willkommen zurück zum Teil 10 von unserem Let's Play Resident Evil 7 auf der PS5. Servus! Ja, wir sind jetzt hier auch schon fast am Ende vom ersten Durchgang. Danach folgen noch zwei und somit wäre dann der Party Run beendet. Ja, Mann. Wir haben jetzt gerade hier den Sohn, ne? Das ist, glaube ich. Genau, wir sind jetzt hier bei Lukas da. Den haben wir fertig, auf jeden Fall. Noch eine kleine Info zu dem letzten Part von gestern, den wir gemacht haben. Gab es eine kleine Verwirrung, und zwar gibt es ja die Trophäe, dass wir das Happy Birthday Video in unter 5 Minuten abschließen müssen. Wir haben das gestern nochmal kontrolliert, da wir die Trophäe nicht bekommen haben. Wir haben uns da ein kleines bisschen geirrt. Wir waren der Meinung, wir müssen das mit Ethan machen, wenn wir da wieder dahin kommen. Das war leider nicht so. Wir müssen das in diesem Video machen. Das haben wir leider nicht geschafft. Ist aber kein Problem. Wir machen das dann einfach in dem Speedrun. Das bietet sich ja an. Da müssen wir ja sowieso schnell sein. Ja, wir haben ja hier noch zwei Durchläufe zu machen und werden die Trophäe dann dementsprechend in dem nächsten Durchlauf einsammeln. Nur das gerade so als kleine Randinfo. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, wenn wir jetzt da durchkommen, müsste eigentlich gleich schon Nicht die einmal. Zoe und die Mia warten. Aber zuerst drehen wir uns hier um und dann schnappen wir uns noch. Ah, wir haben Erstmal was was vergessen. Ja, rüsten, stimmt, ja. wir haben ja noch die ganze Ausrüstung in unserer Inventarbox. Da gucken wir jetzt mal, was wir damit holen. Das brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Das ist ganz wichtig. Die Pistole nehmen wir natürlich mit. Das Messer nehmen wir mit. Die Flinte. Den Brenner. Die Pistolenmunition. Verteidigungsmunition. Universal. Angriff. Kraftstoff. Flintenmunition. Hier die drei Können Sie mitnehmen, ja, haben gar keine verwendet. nehmen wir mit zur Also. Sicherheit, denn jetzt kommt ein kleiner Bosskampf gegen Jack. Magnum, die hebst du auf, ne, glaube ich, oder für später. Die hebe ich noch auf, genau. Ich würde aber, wir haben hier eine starke und hier eine starke, ich würde da eine mal rausholen. Eine lasse ich drin für die letzte Herstellung, die wir noch brauchen, und würde mir jetzt hier mal noch schnell etwas verbesserte Pistolenmunition machen. Okay. Da laden wir mal nach. So, ich denke, das sollte hier passen. Wir kontrollieren das Ganze nochmal. Wir haben hier unsere Schrot, normale Pistolenmunition. Ist das alles an Pistolenmunition? Ja, wir haben verbraucht ein bisschen, weil wir haben Ach ja. nee, guck mal da. Ich hab's Ach, übersehen. da ist noch mehr, gut. Genau, die hier wollte ich. Genau, jetzt passt das. Ja, Okay. zack. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da durch. Nee, stopp, Serie. stopp. Ich habe noch eine Sache vergessen. Eine Sache vergessen. Wir haben den Arm. Jetzt brauchen wir hier noch. Haben wir den überhaupt schon? Was denn? Ah, hier ist er. Der Arm. Den brauchen wir noch. Damit wir jetzt das Serum herstellen können. Und dem ist everywhere hinter dir. Genau, stimmt. Den hätte ich Nicht jetzt fast vergessen. vergessen. Ah, das ist immer gut. Deswegen machen wir das zu zweit. Ja. So. Hab's eben sogar noch angesprochen, wenn wir durch die Tür gehen. Richtig, ja. Genau. Ach nee, wir müssen jetzt erst hier noch durch und dann kommt erst Zoe. Und das heißt, wir brauchen noch die Kurbel. Also nochmal zurück. Es ist echt ein bisschen zu lang her, dass ich das Spiel gespielt habe. Die Kurbel, 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 Kurbel. Da ist Okay. er. So, die nehmen wir mit. Hier haben wir noch ein bisschen Flintenmunition, die nehmen wir auch mit. Okay, hier ist noch ein bisschen Pistolenmunition. Die holen wir auch. Dann können wir hier die Kurbel einsetzen. So, dann gehen wir erstmal hier nach rechts.
gehen hier rechts in das kleine Häuschen rein. Denn ich glaube zu meinen, hier steht noch ein Mr. Everywhere. Ja, genau. Den können wir aber messern, das passt. Sehr gut, dann haben wir 15 von 20, noch 5 fehlen. Bei der Kiste, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das noch eine Explosionskiste ist. Okay. Aber ich glaube, da dürften jetzt eigentlich keine mehr kommen, denn eigentlich haben wir das hier mit Lukas jetzt beendet. Ich werde das jetzt einfach mal testen. Sollte nichts mehr passieren. Okay. Jetzt sollten wir hier alles haben. Und dann können wir jetzt hier wieder raus. Geradeaus. Und da können wir wieder die Kurbel aktivieren. Na, jetzt sind wir hier wieder voll. Gibt es noch eine andere Rucksackerweiterung? Nee, ne? Es gibt noch eine, gibt es noch. Und zwar glaube ich, man entweder. Ja, ich glaube, wenn wir wieder vom Schiff zurückkommen, dann sollte eigentlich noch was kommen, ja. Das sollte dann auch der letzte sein. So, Achtung hier. Ein Schuss direkt erledigt. So, ansonsten hier jetzt einfach rennen. Die Gegner könnt ihr einfach links liegen lassen. Einfach nicht beachten. Schnell durchrennen. Hier kommt jetzt nochmal einer raus. Und hier an dem jetzt einfach vorbeilaufen und dann schnell durch die Tür rein. Dann habt ihr auf jeden Fall jede Menge Munition gespart. So, jetzt haben wir hier Gott sei Dank nochmal eine Inventarbox. Das heißt, wir können die Kurbel wieder wegpacken. Oh ja. Das können wir wegpacken und ich denke, einmal Munition können wir auch wegpacken. Ich denke, da haben wir jetzt erstmal genug von. Hier, das nehmen wir natürlich mit. Das ist ganz wichtig. Dann gehen wir mal in die Kiste, bitte. Ah, Spaltmittel. Spaltmittel. Ah, ja, sehr gut. So, jetzt können wir noch schnell eine. Aber dann packt doch. Ach, das ist besser. Das mit dem Plus ist die bessere Munition, ne? Das ist ja, die bessere, stimmt, genau, ja. Richtig. So, dann werde ich da jetzt mal die starke Chemikalie einpacken. Da ist sie. Und dann werden wir das hier mal kombinieren. Das geht gar nicht. Ah, nee, dann wird es anders hergestellt. Da müssen wir noch mal gucken. Eine Sache fehlt uns auf jeden Fall noch. Da müssen wir mal gucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwas fehlt da noch. Mhm. Da müssen wir noch mal gucken. Ich mache das einfach mal noch mal zurück. Aber das kann man das nicht sehen hier bei Kombinieren. Hier. Ja, stimmt. Ach, die Pillen. Haben wir nicht Pillen? Habe ich da nicht noch was? Oder habe ich die schon längst verwendet? Ich glaube, die haben wir schon. Ich glaube, die habe ich beim letzten Mal verwendet. Okay, also wir müssen die Augen aufhalten, noch einmal Pillen einsammeln und dann können wir auch da diese Mischung machen. Achso, ja, einmal mit die starke flüssige Chemikalie gibt die Nervengiftgranate und die normale, richtig, Chemikalie gibt das Psychotonikum. Genau, so war das. So, was haben wir hier noch? Bisschen Flintmunition, wir haben nicht genügend Platz. Müssen wir wieder hier ein bisschen was wegpacken. So, das passt. Können wir da den Rest noch einsammeln? Ja, auf diesem Schwierigkeitsgrad gibt es jede Menge zu finden. Also wir sind da eigentlich sehr, sehr gut ausgerüstet. So, das würde ich mal behalten. Das mache ich noch weg. Dann haben wir eh gleich nochmal zwei freie Plätze, weil hier der Arm da und so wegkommt. Und jetzt müsste eigentlich die Mia und die Zoe kommen. Genau, die sind jetzt hier. Ah ja. Gefunden. Zoe? Zoe, ich jetzt? Wir haben keine Zeit. Kennen die zwei sich? Wer? Zoe und mir. Zoe und er. Eigentlich nicht. Also sie war die Dame, die immer angerufen hat über das Telefon. Ah ja, okay. Ich verstehe. Jetzt kann die Zoe da das Serum machen und dann gehen wir mal zu mir. Und wie gesagt, nach dem Bosskampf das Serum auf jeden Fall der Zoe geben, nicht der mir. Ja? Ganz wichtig. Ja, dann gib schon her. Hey, eins davon ist meins. So, da ist er auch schon. Ist das Jack, ja? Das ist der mutierte Jack. Ah ja, tatsächlich.
So, wir bleiben erstmal hier stehen. Ja. Und blocken das Ganze einfach. Dann kann uns hier an dieser Stelle überhaupt nichts passieren. Und dann können wir hier ganz entspannt auf die Augen schießen. Ja. Das ist auch so ein Resident Evil Ding, ne? Immer auf die Augen schießen. Ja, so ziemlich. Im vierten Teil, glaube ich, auch da. Immer auf die Augen. Und die am ganzen Körper wachsen. Ah, sehr gut. Ja, gut, dann. Ja, das kriegst du da. Nachladen. Oh, shit. So, da haben wir noch eins. Was sucht der denn da hinten? Er sieht uns gar nicht hier. Ist auch gut. Da war noch eins. Was haben wir hier? Flintenmunition, gut. Immer schön blocken, wie gesagt, da kann uns eigentlich nichts passieren. So. Warst du schon? Noch nicht, noch nicht ganz. Ui. Voll drüber. Ja, also das ist eine sehr gute Methode, die habe ich quasi entwickelt, oder was heißt entwickelt, die habe ich rausgefunden auf Irrenhaus. Die ist da auf jeden Fall sehr hilfreich. Was machst du? Blocken, oder? Genau, einfach hier stehen bleiben und blocken. Und so habe ich den auf Irrenhaus immer geholt. Da kann nichts passieren, oder was? Da kann gar nichts passieren, weil auf Irrenhaus haben wir die beiden Verteidigungsmünzen. Wenn wir die beide ausgerüstet haben, können wir keinen Schaden nehmen, wenn wir blocken. Ah ja. So. Jetzt hat er uns hier runtergeschubst. Gar nicht schlimm. Wechseln wir doch mal glatt zur Schrotflinte, würde ich sagen. So, anscheinend. Ja, ein Auge gibt es wohl noch. Wo ist es? Wo ist es? Genau. Das ist immer die Frage. Eins ist immer schwierig zu finden, weil das meistens hier unter dem. Das ist, ja, da ist unter dem Bauch. Ja. Unter dem Schwanz da sitzt quasi. Ja, Bauch ist es, glaube ich, oder? Sind zwei sogar noch. Da ist auch noch eins, genau. Ah, oh. Nachladen, verdammt! War eine gute Position eigentlich. Ich werde mal hier schnell ein bisschen mitlaufen mit dem. Schade, dass wir jetzt noch nicht die Kreissäge haben, denn dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher hier. Jetzt lass mich mal hier vorbei. Ich müsste da mal auf die andere Seite zu dir. Das haben wir. Ich glaube, jetzt müsste es noch eins sein hier unten drunter. Da müssen wir aber ein bisschen warten, bis er wieder hochklettert. Wow. Okay. Das habe ich jetzt gerade nicht kommen sehen. Aber gar nicht schlimm hier. Na komm schon. Na, wo ist das? Ja. Ja. Ah. So, ich glaube, wir haben's, oder? Scheint so. Ja. Yes. Nice. Toll. Oder? Ja? Ja. Ja, ich glaube, jetzt dreht er kurz durch. Genau. Ah, verdammt. Ich wollte noch schnell die Munition einsammeln. Jetzt hat er das alles schon zerstört. Jetzt können wir leider nicht mehr dahin. Da ist ein Auge.
So, jetzt haben wir ihn. Was? War das jetzt der finale Kampf gegen Jack, ja? Das war der finale Kampf gegen Jack, genau. Okay. Ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man weiß wie. Ja. Auch nicht auf Irrenhaus. Klar, beim ersten Mal habe ich natürlich sehr lange dafür gebraucht, bis ich mal rausgefunden habe, wie es am effektivsten ist. Und hat eigentlich gut geklappt, muss ich sagen. Ja, scheint so. Kommst du nicht mal ans Regal, ne? Ne, leider nicht. Jetzt ist es zu spät. Ah ja, okay. So, keine Sorge, das ist normal. Genau, wir geben ihm jetzt eine Spritze. Das heißt, wir haben sowieso jetzt nur noch eine übrig, keine zwei mehr. Und das werden wir jetzt dann gleich der Zoe geben. Ja, das war knapp. Er hat uns noch fast erwischt. Gepackt. Okay. So, Leute, jetzt ist auch gar nicht mehr viel. Die schwierigsten Stellen haben wir eigentlich schon quasi hinter uns. Und da warten die zwei netten Damen auch schon. Ich muss da eins verwenden. Es ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man vor die Wahl gestellt wird. Normal entscheidet man sich ja eigentlich immer für die Freundin, aber leider müssen wir das in diesem Durchlauf ja nicht tun. Wir geben es der Zoe. Nein. Und Mia wird daraufhin jetzt natürlich nicht begeistert sein und das bekommen wir auch nachher auf dem Schiff zu spüren. Hey, ich will es nicht hören, geht schon, ihr beiden. Naja. Mach dich nicht lächerlich. Die Rache wird natürlich kommen, ganz klar. Wie gesagt, wir haben jetzt uns dafür entschieden, dass wir im Speedrun nicht den weiteren Kampf gegen Mia haben, da es uns nur unnötig Zeit kostet. Und auf ihren Haus wollen wir uns ja nicht noch schwieriger machen, als es sowieso schon ist. Also ist der Kampf gegen die Zoe schwerer als gegen die Mia, ja? Wir kämpfen nicht gegen die Zoe. Ach so, ah, okay. Ach so. Das fällt jetzt quasi alles weg. Nur ja, Mia ist halt sauer, weil halt die Mia halt unsere Freundin ist. Ja, ich meine, auf Irrenhaus will man dann gegen Zoe kämpfen. Wenn man Mia das... Nee, auch nicht. Okay. Nee. Man kämpft nur gegen Mia. Ach so, okay. Die greift einen dann wieder mit der Kettensäge an. Egal wem man das Leben gibt, ja? Nee. Nee, okay. Dann bin ich gespannt auf... Also wir haben jetzt das Serum haben wir ja jetzt der Zoe gegeben. Genau. Und Mia ist jetzt sauer, ja, und greift uns nachher auf dem Schiff mit, okay, der Kettensäge wieder, okay, an. Okay. Ja, geben wir das Serum später in den anderen Durchläufen der Mia. Ja. Ja, und dann geht Zoe einfach. Ja, und es kommt kein Kampf mehr. Ah, okay. Genau. Wir wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Und dann hört das Spiel auf. Quasi ohne Kampf. Wo hat es angefangen? Es fehlt dann nur quasi ein Kampf, ja, okay, genau. Genau. Klar. Jo. Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Dann gehen wir halt alleine. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Oh, nein, nein, Evie, bitte. Oh. Ah ja, genau, das passiert jetzt mit ihr, genau. Das ist das Ende von Zoe, ja? Ja, das kommt auch als DLC, gibt es ja als DLC noch. Aha, okay. Zoes Ende. Wo der Onkel sie, glaube ich, dann rettet. Ah, ja. Der Joe. Ja, dann würde ich sagen, ja, machen wir hier gerade einen Cut. Wir das Schiff betreten. Ah,
Da haben wir noch schnell eine Trophäe bekommen. Wunderbar. Genau. Können wir eigentlich hier den Cut machen. Ja. Dann geht es auch noch ins Richtung Finale im nächsten Teil, ne? Es dauert noch ein bisschen. Das dauert ja noch ein bisschen, ja. Also wir haben jetzt noch ein gutes Stück auf dem Schiff. Und danach kommen wir quasi wieder zurück ins Haupthaus. Und dann wartet die Evelyn auf uns. Also ich denke mal, vielleicht noch ein, zwei Parts an dieser Stelle werden es wahrscheinlich noch, je nachdem, wie gut wir durchkommen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Jo, bis gleich.